geschlossen. Mir gehen langsam die Türen aus. Noch eine links über den Hof. Ich brauche Feuerschutz. Bleib, wo du bist. Ich sag dir, wenn ich in Position bin und dir von der anderen Seite Deckung geben kann. Wenn sie es nicht auf die andere Seite des Hofes schaffen würde, würde ich es nicht schaffen, hier lebend rauszukommen. Ganz einfach. Schon wieder bewegen irgendwo. Und zum Drago noch voll? Okay, dann müssen wir das dann verwenden. Ja, Schnauze, Schnauze, Schnauze. Schlechte Nachrichten. Die erste Tür ist auch verschlossen. Schlimmer noch, die Söldner sind froh, mich zu sehen. Ich gehe zur zweiten Tür. Ich gebe dir Deckung. So, kurz mal gucken. Auf der anderen Seite des Hofes müssen wir. Dahin scheinbar. Oder da, ach, dahin müssen wir vielleicht. Ah. Verschlossen. Mir gehen langsam die Türen aus. Noch eine links über den Hof. Ich brauche Feuerschutz. Bleib, wo du bist. Ich sag dir, wenn ich in Position bin und dir von der anderen Seite Deckung geben kann. Wenn sie es nicht auf die andere Seite des Hofes schaffen würde, würde ich es nicht schaffen, hier lebend rauszukommen. Ganz einfach. Immer auf Kopfhörer zielen. Der größte Hund will jetzt auch was haben. Kater, der Hund, die alle. Gehen jetzt ein bisschen. Oh, wir haben einen 4-Karabiner, fällt mir gerade auf. Nett. Oh, noch ein bisschen M4. Na, endlich können wir den mal verwenden. Oh, noch ein paar Schmerzen. Ah, Molly sind da. Das Schmerzen. Naja, Molly sind auf ihre ganz eigene Art und Weise auch Schmerzen. Mona, die haben hier alles getroffen, bis auf mich. Irgendwann werden die mich zufällig treffen. Mach dich locker. Ich bin bei dir, sobald ich die andere Seite des Hofes erreiche. So ganz unauffällig. Sehr witzig. Hörst du die Sirenen? Ich hoffe für... Okay, Action. Die Plätze, fertig, los. Und los geht's. Die Menge tobt. Wie wollen wir von hier aus Deckung geben? War es jetzt der letzte? Eine letzte Chance. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hör zu, Mona. Die Geisterbahn. Du wolltest darüber reden. Was ist passiert? Ja. Und? Und was, Max? Wiederhole. Es gibt Probleme. Verdammt! Noch mehr Söldner! Mona, kannst du... Max? Max, melde dich. Kannst du mich hören? Auf, auf, hoch, hoch, hoch. Was geht da ab? Alter! Mona, die haben hier alles getroffen, bis auf mich. Irgendwann werden die mich zufällig treffen. Mach dich locker. Ich bin bei dir, sobald ich die andere Seite des Hofes erreiche. So ganz unauffällig. Sehr witzig. Hörst du die Sirenen? Ich hoffe für dich, dass die nicht hierher kommen. So. Okay, Action. Fertig, los. Und los geht's. Die Menge tobt.
gerade anvisieren. Und da hat Maxen für uns erledigt. So, die kommen gleich von da oben, das wissen wir. Also nehmen wir schon mal die Kalaschnikow zur Hand. Zu. Unter dir führt noch ein Tor aus dem Hof hinaus. Eine letzte Chance. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hör zu, Mona. Die Geisterbahn. Du wolltest darüber reden. Was ist passiert? Ja. Und? Und was, Max? Wiederhole. Es gibt Probleme. Verdammt! Noch mehr Söldner! Mona, kannst du... Max? Max, melde dich. Kannst du mich hören? Bastard. So viel dazu, Freunde. Wir haben zwar den größten Fehler gemacht, den man machen kann, nämlich nachladend aus der Deckung zu gehen, aber dann kümmert's. Da müssen wir also runter. Oh! Der M4 ist voll genial. Und wie es aussieht, werden wir viel mehr davon benutzen dürfen demnächst. Schön. Unten bleiben. Tschüss. Flieg mal. Nö, der bleibt einfach stehen. Ah, er fällt doch. Dann ist ja alles in Ordnung. Ah, ich dachte schon, jetzt müssen wir irgendwie da runterkraxeln. Und wir wissen doch genau, dass das schiefgegangen wäre. Wie spät ist jetzt eigentlich? Es ist... Ach, 10 vor 7. Morgens. Die Sirenen waren verklungen. Mona muss da erreicht sein. Irgendein Notfall an irgendeinem anderen Ort. Was geht denn hier ab? Schlägt einfach die Musik und man ist am Arsch. Das kann nicht wahr sein, Mensch. Und los geht's. Dann mit dem Kopf mal gegen die Stange und... Tschüss. Die Musik wird schon dramatisch. Wow. Wow,
wow, wow, wow. Nein, das kann nicht sein. Wie können die so schnell sterben bei so einem kleinen Fall, ganz ehrlich. Das überlebt man doch locker. Viel Spaß. Die MP5 scheint eine ziemlich gute Waffe zu sein. Entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen schweigsam bin. Es könnte entweder die Müdigkeit sein oder einfach, dass ich versuchen will, mich zu konzentrieren. Weil wir schon so oft gestorben sind in den letzten paar Minuten. Das. Wir sind fast so oft gestorben sind die Leute hier. Oh. Das ist der Dragunov hier rumliegen einfach so. Ich verstehe. Komm rein, Junge. Trau dich. So. Einmal die Waffe durchladen. Tschüss. Ey. Tschüss, hab ich gesagt. Dieser Grube. Ich sehe einen Weg hier raus. Ich bin am Boden der Grube. Ich suche einen Weg hinauf. Okay. Die Söldner wollen nicht, dass wir abhauen. Dann werde ich mal ein Wörtchen mit ihnen reden. Ja. Wenn Max ihm freundlicherweise erklärt, wie man... Huch, die Musik hat aufgehört. Freundlich erklärt, warum die einfach gehen lassen sollten. Suchen wir jetzt mal erstmal einen Weg hinauf zu ihm. Nachricht vom Boss, Planänderung, wir hauen hier ab. Die Situation wird anders gelöst. Wow. Mona, die Söldner haben genug. Sie packen ihre Sachen. Alter! Mona, die Söldner haben genug. Sie packen ihre Sachen. Was nicht hat, dass wir auch genug haben müssen. Aber die haben keine Schmerzmittel dabei. Oh doch! Haben die. Nett.
einen Fahrstuhl. Weder funktioniert jetzt nicht. Hier ist ein Lift. Ich fahre nach oben. Okay, ich sehe den Lift. Ich bin gleich da. Die Cleaner sind weg. Alles klar. Eigentlich. Das Abfeuern einer Waffe ist eine binäre Entscheidung. Abdrücken oder nicht. Stopp! Warten Sie! Oh shit. Max. Halten Sie sich raus, Max. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. So sicher wie die Kugel durch Fleisch, Organe und Knochen des Opfers fährt, wird das Bild des Mannes, der den Abzug zieht, zerstört. Ganz ruhig! Zurück, Payne! Blicke ich zurück, sehe ich dieses Bild. Diese Momente, weiß wie Schnee, töten dich, verändern dich. Du stirbst und lebst weiter, neugeboren. Nein, Mona! Winterson! Schnell! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben! Halt! Ah! Detective Winterson! Officer getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Der böse Geist der Grube. Egal wie lange du brauchst, um nach oben zu klettern. Der Fall dauert nur einen Augenblick, wie bei einer Sucht. Teil 3, Erwachen aus dem amerikanischen Traum. Prolog. Das ist Teil 3. Ich träumte von meiner Frau. Darin tötete ich sie für meine Geliebte. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden. Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er steht unter Schock, zwei große Zugänge intravenös. Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Typ ist am Ende. Wir verlieren ihn. Ich hatte Mona gewählt. Ich fühlte mich, als hätte ich sie verloren. Du bist ein Engel, Max. Oh, oh, ah, ja. Max. Max. Nicht nur ein Albtraum. Bitte nicht. Wir sind nicht verletzt, das ist ein Albtraum. Okay, wisst ihr was? Leckt mich. Ich mach Aufnahmepause. So. Ich hab Angst vor Albträumen. Oh nein. Da wird mir das Gehirn vergewaltigt. Alles dann, liebe Gemeinde. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Die wieder mal ein Albtraum wird. Nein. Naja. Bis dann. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Wir sehen uns. Cheerio.